Moin Moin, mein Name ist Hannes der Löwe. Wir spielen Battlefield Gothic Armada 2. Und ja. Wir spielen den Untergang der Tyranniden, würde ich es behaupten. Ich habe jetzt schon das Video gestartet. Ich habe jetzt eine Runde gespielt. Und ich könnte schon wieder kotzen. Hier kommt schon wieder eine Armee von den. Warum auch immer, von irgendwoher. Von der imperialen Armee, Stärke 1100. Das heißt, ja, bis die soweit sind, ist Weihnachten. Und dann kommt hier gleich was Lustiges. Die greifen dort an. Und die greifen dort an. Wenn das Chaos hier gewinnt. Achso, da kommt in drei Zügen noch die Orks. Aber die sind ja komplett hier aufgerüstet. Und warte, macht dieser Ball auch diesen. Was macht diesen Blöppel immer hier? Es greifen trotzdem mit 1000 und Patzerquetsche sind trotzdem nur zwei Einheiten. Ist egal. So, wenn ich jetzt mal auf Zug beenden gehe, wird dann nicht der hier wahrscheinlich da rüberkommen und der wird hier rüberkommen. Wird bestimmt ein Spaß. Naja, ach so, er ist er. Schade. Dann kriegt er deftig mächtig auf die Nase. Schade, andersrum wäre mir lieber gewesen, wenn der zuerst zu uns gesprungen wäre. Ja, siebte Armageddon-Flotte. Keine Ahnung, kaum mal auf die Nase. Ich hoffe mit wenig Verlusten. Die letzten beiden Schlachten waren einfach die Verluste. Und dann habe ich unten noch eine Armada, die ja, brauchen Anführer. Da gibt es einen, aber irgendwie können wir den noch nicht auswählen. Er ist wahrscheinlich in 19 Runden oder so. Das heißt, ich habe eine Armada, die ist quasi führungslos. Aber auch nur, weil diese scheiß Anführer nur leichte Kreuzer haben. Das ist ein Witz. Ah, jetzt müssen wir Punkte einnehmen. So, was machst du, mein Kleiner? Dahin. Nicht so durch das Asteroidenfeld. Ihr dürft schießen. Wenn ihr da so um die Ecke seid, dürft ihr diesen Punkt einnehmen. Ein Signal. Zwei Signale. Das kann nicht sein. Das sind wahrscheinlich zwei große Schiffe. The enemy has seized a strategic area. Na, will der zur Mitte hier oder will der dahin? Nee, doch zur Mitte. You have seized a strategic area. Die Feinde gehen gezielt auf die nächsten Punkte, das heißt, wir könnten ihn. Ach, der ist gleich eingenommen hier, ne? Hier wollte er hin, hier wäre er wahrscheinlich hin. Ah, es sind doch drei Signale. Das heißt, wir könnten die vielleicht zuerst aus radieren und dann den ein oder zwei da einzeln, zwei. Identifiziert Feuer. Daneben, daneben. So, da haben wir Hunger gehabt.
nächstes Rammmanöver in 6 Sekunden. 1. The enemy has seized a strategic area. Oh, das war Doppelramm, das war zu viel. Scheiße. Du darfst nach Hause. Hast Feierabend, mein Freund. So, feindliches Wrack. Und tschüss. Nein. You have seized a strategic Aus da. Area. Hat doch ein bisschen Schaden gekriegt. You have seized a strategic area. Mal auf Pause gehen. Ich glaube, du kommst da nie im Leben hin, aber kannst da mal hinfliegen. Und du bleibst mal im Nebel und ruhst dich aus. Rumpf, genau, Schild. Wenn der Rumpf weg ist, ist glaube ich das Schiff weg. Das wollen wir nicht riskieren. Und play. Ziehschrei haben wir auch noch. Ah, vielleicht bringt das auch gegen die Elder was. Ah, da hinten. Und was Großes. You have accumulated 25% of strategic points. Und weg da. Der lebt ja noch. Super, das andere Schiff ging kaputt und das hat das andere mitgenommen. Hat zwar unsere Schilde weggerissen, aber ich glaube, wir haben alle unsere Schiffe gerettet, ne? Das ist doch mal was Schönes. Ram, volle Fahrt voraus und festhalten. Ja, festhalten habe ich komisch, glaube ich, nicht. Oh, ist mal aufgestiegen. Ist, glaube ich, eine Seltenheit bei uns. Ah, das war sogar ein Anführer. Echt, man muss so aufpassen auf den Anführer. So, jetzt könnte das Chaos da angreifen. Hat sofort eine neue Flotte gebaut, Wichser. So. Wird das Medusa-System nach dieser Runde noch den Space Marine gehören? Ich glaube nicht. Jo, wie schaut's hier aus? 100% Heile. Gut, dann ziehen wir euch ab.
sieht's hier aus? Der braucht noch einen Anführer. Aber heilen kann er sich unterwegs ja auch noch da. So große Verluste haben wir jetzt da nicht. Und wie ich schon meinte hier. Erstmal die Ressourcen haben wir zwar, aber wir kriegen den einfach nicht. Das wäre auch ein Kreuzer. Und mal kein leichter Kreuzer. Und wie gesagt, wir rennen generell ins Minus. Und ja, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir quasi ja, kein Geld mehr haben. Verlässt uns da die Schwarmmutter? Fressen sich die Tyranniden selber? Ich kann es euch nicht beantworten. Hatten wir das schon mal, die Situation? Ach ja, dann haben wir noch das Problem, dass ja hier gleich welche kommen. Scheißen Dreck. Na, haben schon die Spornminenfelder. Hier könnte man sich jetzt rein theoretisch was kaufen. Aber dann sind wir blank. So gesehen sind wir nächste Runde eh blank. Also, ach komm, lassen wir mal so. Gucken, was passiert, wenn wir pleite sind. Jetzt will der noch mal dahin. Die geben nicht auf. Die wollten die Orks und die Elder wollen unbedingt das Medusa-System. Jede Runde schicken sie da jemanden hin. Ich will es nicht halten wollen. Oh ja, schön. Naja, da ist das andere Problem in zwei Zügen. Das Chaos hat auch aufgerüstet da unten. Und die sind gleich pleite. Jo, zwei Züge da. Achso, es ist schon die Verstärkung aus dem anderen Sektor gewesen, genau. Das heißt, mehr als da haben wir nicht mehr. Er hat 200. Oh, wir können uns einen Anführer leisten. Ist ja Hammer. Mit einer Sabberkanone. Dann nehmen wir den nochmal. Und dann sind wir nächste Runde pleite. Ja, ist halt so. Was willst du machen, ne? So ist das leider. Aber jetzt haben wir hier so, ja, 1500. Sollte hoffentlich reichen. Tja. Jetzt werden sie es wahrscheinlich so machen. Erst kommt das Chaos und dann... Oh, kommen ja auch noch. Na, ja, geschwächt. Oh, schade. Orks gehört jetzt das Medusa-System.
Hä? Achso, eine Runde haben wir noch, ja? So, eine Runde haben wir da noch. Und eine Runde haben wir da noch. Ja, ich kann nichts machen. Warte nur auf die Feinde, um die abzuwehren. Und, ja, dann vielleicht war das auch schon die letzte Runde. Ja, die kämpfen wir nochmal. Weil das eigentlich fast ausgeglichen ist. Bergende Daten stammen immer aus einem Flaggschiff. Naja, die müssen wir ja immer. War ja auch viel zu selten. Müssen wir mal diese Befehle oder Pläne, Schlachtpläne sammeln. So. Du bist der Anführer. Oder du? Nein, du nicht. Ich pack ihn ja hinten. So. Ja, bereit. Was haben wir hier so? Sabberkanone, Stachelpanzer. Er hat einfach nur Artillerie. Hintermanöver. Torpedos, Torpedos und Haken. Okay. Wie viele Feinde haben wir? 4 Signale. Das heißt, es werden wahrscheinlich auch so 2 große, 2 kleine sein. Schätze ich mal. Spur ein bisschen vor. Na los, ihr Kleinen, na los, na los, na los. Du, mein Dicker, komm mal weiter. Alle dürft schießen, sobald ihr ein Signal habt. Ah, da hinten kommt was. Ja, ist aktiviert, okay. Halt, sag mal auch halt. Ich will, dass der Dicke hinterherkommt. Oh, was ist denn da passiert? Warum ist denn da die Struktur so im Arsch? Alle Mann! Feuer! Alle Mann, Energie und Feuer, so wollte ich das sagen. So. Oh, es sind 4 große Schiffe. Also alles leichte Kreuzer. Das ist echt neue Scheiße. Hintermanöver. Nur das eine Schiff ist Geschichte. Da sprühen wir mal ein bisschen Säure und ein Schild nachladen. Feuer an Bord, das gefällt mir ganz gut. Ups, ich wollte gucken, wer in Torpedo-Reichweite ist und nicht Torpedo schießen. Warte.
man den mal ran. Hallo! So, ich konnte einfach nicht anders. So, mein Großer, komm weg da. Der Große muss ein bisschen erholen. So. Meuterei. Große. Meuterei gestoppt, okay. Oh, ich habe mein eigenes Feuerschiff in Brand gesetzt. Upsi dupsi. Komm mal bitte weg. So, kommst du wieder rein? Ich glaube. Ich hoffe jetzt meine kleinen Schiffe. Ups, ich habe mein eigenes Schiff gerammt. Das geht auf jeden Fall. Scheiße. Ich hätte das Schiff doch zerstören sollen. Versuch gerade nur die Großen zu retten. Meuterei. Wir müssen uns erstmal doch auf die anderen konzentrieren wieder. Treibendes Wrack, das heißt, wir gehen da mal ganz schnell weg. Jetzt musst du wieder weg, mein Freund. Aber sowas von. So. Der will gleich die Sabberkanone haben. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich meine Torpedos beschädigt, ey. Scheiße. Ah, so ein bisschen. Drehen. Oder drehe ich in die andere Richtung? Aber Hauptsache dreh dich, mein Freund. Er will einmal Stachelpanzer. War jetzt noch ein Blitzschlag oder so? Na gut. Kleine Schiffe verloren. Das bringt schon ein bisschen was, dieses Sporminfeld. Ich glaube, das macht den Schaden. Und es hält sie halt auf, ne? Weil natürlich viele Schiffe auf dem Haufen sind, dann macht es vielleicht doch mal Sinn, so ein Schiff zu opfern. Die hatten ja eh die beiden fast zerstört. Also, die wären eh weg gewesen. Ob ich die jetzt vorziehe, das Sterben, oder die sterben lasse. Ich glaube, ja, das sind die ganzen Kleinen. Die hat es zerlegt. Ja, das heißt, er kann gleich wieder nach Hause.
Aber jetzt müssen wir ja pleite sein, ne? Ach, jetzt kommt noch die große Schlacht. Puh. Ich glaube, wir machen das so. Ich mache ja mal einen Break und nächste Runde. Ja, es wird dann die letzte Schlacht gegen die Imperial Fists. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Hinterlasst mir gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ich würde mich freuen. Haut rein. Ciao.